Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich muss noch mal kurz auf die Ausstellung in Bonnau zurückkommen, wo ich ja begrast habe, also das Begrasen vorgeführt habe. Hier noch mal mein Ausstellungsstand. Ja, ich hatte ja schon erwähnt in einem früheren Video, dass ich zwei verschiedene Begraser mit hatte. Hier haben wir mal ein Bild. Ja, hier haben wir rechts den Greenkeeper 55 kV, den ich sonst immer im Einsatz habe. Und auf der linken Seite ein Gerät, was mal bei Heki im Programm war. Der war aber nicht im Katalog, da musste man irgendwie nachfragen. Das ist ein Markbegraser, das ist also ein Profigerät, wie es also die professionellen Modellbahnbauer unter anderem im Miniaturwunderland oder Bernhard Stein oder Josef Brandl und ähnliche Leute verwenden. Was ich bei dem Video jetzt hier vorweg sagen muss, erwartet bitte nicht den klassischen Vergleichstest, wo ich jetzt hier beide Begraser die gleiche Aufgabe machen lasse und das dann wirklich genauestens abfilme und vielleicht noch die Graslängen messe und so weiter und so fort. Die Aufnahmen sind wie gesagt bei einer Ausstellung entstanden, da hat man jetzt für solche Experimente leider keine Zeit. Ihr müsst dann einfach mal meinen Worten vertrauen. Na? Der Unterschied zwischen den beiden ist, glaube ich, nicht einmal in der Leistung, sondern der Unterschied ist in der Größe dieser Gerätschaften. Ne? Also beim Greenkeeper habe ich ja eine feste Größe, bei dem Markgerät kann ich wechseln. Also ich habe drei verschiedene Größen, wobei die dritte dann so abstrus groß ist, dass wir sie, glaube ich, noch nie verwendet haben. Und die sozusagen die mittlere Größe bei dem Mark ist ungefähr doppelt so groß wie der beim Greenkeeper. Und naja, das bringt dann natürlich auch viel mehr Volumen dann auf die Anlage bzw. aufs Modul. Und das merkt man dann schon. Ne? Also vor allem, wie gesagt, habe ich mich dann immer viel selber begrast. Also das war der entscheidendste Unterschied zwischen beiden Geräten und das, obwohl ich den Mark, der geht ja bis 70.000 Volt, den habe ich dann runtergeregelt, auch auf ungefähr so 50, 55.000, dass es also vergleichbar ist und trotzdem merkt man also noch den Unterschied zwischen den beiden. Es gibt ja da noch verschiedene andere Faktoren, dass man zum Beispiel die Nähe des Metalls im Gerät, ne, zum Sieb macht sich da also bemerkbar. Wenn man jetzt das Sieb unter Strom setzen würde, was sicherheitstechnisch ein bisschen schwierig ist, würde man auch noch ein bisschen was erzielen. Also das ist ja bei den Geräten, bei den Selbstbaugeräten mit dem Sieb ist das ja so. Na, trotzdem ist die Leistung meistens so schwach, dass man sie eigentlich vergessen kann. Ja, also Fazit für mich, der Unterschied zwischen beiden Geräten, also wie gesagt, wir vergleichen, ich habe damals 250 Euro bezahlt, das Markgerät, das ist irgendwo zwischen 1500 und 2000, also nicht, was man sich jetzt mal so eben als Hobby-Modellbahner zulegt, also würde wahrscheinlich mal doch lieber mehrere Loks kaufen oder eine Kleinseilenlok oder was auch immer. Der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, ne? Dass sich das lohnt, den zu kaufen. Also da gibt es, sagen wir mal, ganz andere Geräte in einem Preis-Leistungs-Verhältnis, was sich da, naja, eher rentiert. Hier haben wir jetzt mal den Markbegraser mit der, sozusagen, dem mittleren Behälter. Man sieht hier, das ist, kommt rausgeschossen wie wild und ist bald eher zu viel. Und ja, also man hat auch einen exorbitanten Verbrauch an den Fasern. Man schüttelt fünfmal hin und her und das ist Gefäß leer. Also es ist schon irre, was der da jetzt bringt. Das ist jetzt mit dem kleinen... Jetzt müssen wir mal gucken, was ich da hier jetzt verbrauche. Achso, ja, das ist auch so eine Methode, das was mit dem Markt besonders gut geht, vor allem wenn man voll aufdreht.
Man könnte das natürlich jetzt raussaugen, ne, die Fasern, mit dem Ergebnis, dass man dann die ganzen Leimklumpen mit abzieht. Hier ist es jetzt so, einfach Deckel ab und den leeren Behälter Ich putze und dann erstmal. einfach Hallo hier mit erstmal. 70.000 Volt dann drauf gehen und dann fliegen quasi die überzählischen Fasern weg. Ja, wenn du das nicht bist. Ja, also das ist was, was hier natürlich, Putzen was wir mal, ich aber das ist selten genug, ja. mit dem Greenkeeper so in der Form nicht hinbekomme. Na, also da ist hier, es fliegt doch nicht alles weg, aber es fliegt genug weg. Na, wenn man dann hier mal schüttelt, sieht man, was, also der hat dann sogar wieder was reingezogen. Na, von den überzähligen Fasern, der war ja leer. Also das ist dann auch so ein bisschen. Naja. Um mal kurz vom Thema abzukommen, es war übrigens noch eine lustige Geschichte, man hat es vielleicht im Hintergrund gehört, dass ich mich da mit einer Frau unterhalten habe. Und zwar kam dann irgendwann mal in der Ausstellung da so eine asiatisch aussehende Frau, fragte mich, ob sie filmen darf und filmte dann, also ich habe mich ja hier auch selber gefilmt, ne, und filmte mich dann, wie ich da begrase. Und ich fühlte mich so ein bisschen, naja, man weiß, kennt das ja so von japanischen Touristen, ne, mit ihrem Foto, mit ihrer Fotografiererei, also zumindest das Klischee, ne, des japanischen Touristen. Aber es war ganz anders. Sie war mit ihrem Freund da und die beiden wohnten irgendwo in der Nähe und hatten meinen Livestream gesehen und wussten vorher gar nichts von der Ausstellung und hatten quasi nur durch meinen Livestream. Das war ja der Plan, ne? Ich will, das waren wahrscheinlich die einzigen Betten, die ich da dadurch bewegt habe, die Ausstellung zu besuchen. Aber es war eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte dann eben noch ein nettes Gespräch mit den beiden. Ja, es war sehr lustig. Ja, ja, aber zurück zum Thema. Um mal so ein kleines Fazit der ganzen Sache. Jetzt, also des Vergleichs, nennen wir es mal Begraser-Vergleich, hier zu ziehen. Also rein leistungstechnisch ist der Unterschied zwischen beiden Geräten jetzt nicht so groß. Ne? Also er ist natürlich da, das wäre auch sehr schade für ein Gerät, was da doch einen recht exorbitanten Preis aufruft. Aber wer jetzt, sagen wir mal, wer jetzt als Profi arbeitet, ne? Also wer jetzt für andere Anlagen baut, für Geld und oder wer jetzt hier eine Schauanlage betreibt, ne? Wie Miniaturwunderland, es gibt ja nicht nur Miniaturwunderland, es gibt ja viele Schauanlagen im Land. Für den ist natürlich dieser Marktbegraser, glaube ich, notwendig, einfach weil man viel schneller arbeiten kann. Ja, also ich hatte es ja gesagt, dass, man schüttelt da fünfmal hin und her und dann ist der Fall erledigt und es dauert einfach länger und es ist auch, sagen wir mal, ein größerer Krafteinsatz notwendig, da mit dieser ganzen Schüttelei, da mit dem Greenkeeper oder mit irgendeinem anderen Begraser das eben da in die Reihe zu bekommen. Na, also das ist wahrscheinlich der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Geräten. Ja, und dass der eine eben einen normalen Verbrauch hat. Und sobald ich dann bei dem Marktgerät dann hier irgendwas Größeres drauf schreibe, also geht der Verbrauch an Fasern da wirklich exorbitant in die Höhe. Ich meine, man kehrt das ja dann zusammen und verwendet das weiter, was natürlich auch das Problem ist, wenn ich jetzt hier mehrere Schichten mache. Bekomme ich ja, schüttle ich ja nicht nur die Fasern ab, die, oder sauge die ab, die jetzt in diesen einen Arbeitsgang draufgekommen sind, sondern auch alle die, die in den vorhergehenden Arbeitsgängen draufgekommen sind, und dann vermischt sich das natürlich alles. Was Vor- und auch Nachteile hat, es sammelt sich immer mehr Dreck an. Was ist Na, denn das? ja, wie ich jetzt hier Was Die könnte es denn sein? Erdschicht quasi nicht versiegelt, der hat dann noch die ganze Erde drin Nicht ganz. und so weiter und so fort. Ja, also
für den Privatbahner ist es schön, dass es sowas gibt. Man hat es mal gesehen, aber es ist eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis also nicht zu verantworten. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch hier ein bisschen neue Erkenntnis gebracht. Na, ihr habt mal ein neues Gerät kennengelernt, eben das, was eben bei den professionellen Modellbahnern verwendet wird, was ich hier mal in der Hand halten durfte. Ich muss allerdings dazu erzählen, ich habe auf diesem Gerät gelernt. Na, also ich habe auf diesem Gerät das Begrasen gelernt, weil ich, weil wir das auch im Verein hatten. Na, also auch für Vereine sollte man das eventuell überlegen. Wir haben damals jeder 100 D-Mark in die Hand genommen, auf den Tisch gelegt und dann haben wir das, den Rest hat der Verein bezahlt und dann hatten wir eben das Gerät und konnten eben damit arbeiten. Also der Greenkeeper war für mich, da als ich ihn dann gekauft habe, das war quasi dann Neuland. Ja. Auf mancher Beziehung, also der Hersteller möge mir das verzeihen, auf mancher Beziehung war es auch ein Rückschritt. Ja, aber es war auch natürlich auch irgendwo eine Bereicherung, dass man dann so ein bisschen nicht bloß mit einem Gerät arbeitet. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus.